Die blanke Gewalt fasziniert. Über 100.000 Menschen verfolgen auf Telegram, Instagram und YouTube regelmäßig die Auseinandersetzungen von Hooligans und Fußballfans. Schnell stoßen wir in den sozialen Medien und Messenger-Gruppen auf Beiträge, die deutlich machen, hier geht nicht nur eine abgeschlossene Szene einem brutalen Hobby nach. In offenen rechtsextremen Kanälen wird teils sogar rechter Terror verherrlicht. Auf die Beiträge reagieren tausende Menschen. Was ist das für eine Szene, die sich hier online, in Straßen und auf Äckern formiert? Und wie hängt sie mit dem organisierten globalen Rechtsextremismus zusammen? In Telegram-Kanälen vermischen sich tägliche Updates über die neuesten Schlachten von Hooligans und Szene-Gossip mit politischen Beiträgen. Hier wird deutlich, von den schlagkräftigen Männerbünden wird erwartet, dass es nicht allein beim Online-Aktivismus bleibt. Immer wieder wird zum Kampfsporttraining, zu direkten Aktionen und teils auch zur Teilnahme an Demonstrationen aufgerufen. Die Kanäle geben Einblicke in ein Netz rechtsextremer junger Männer, die sich über Ländergrenzen hinweg meist englischsprachig anstacheln, aufeinander beziehen und inspirieren. Wie aber sieht es aus, wenn sich diese Szene auf der Straße trifft? Wir fahren nach Warschau. Beim jährlichen Unabhängigkeitsmarsch soll hier der polnischen Souveränität 1918 gedacht werden. Zehntausende Nationalisten aus Polen marschieren in einem rot-weißen Rauch- und Flaggenmeer durch die Hauptstadt. Der Marsch gilt als die größte nationalistische Demonstration der Welt. Hooligan-Gruppen zeigen hier Jahr für Jahr Präsenz und inszenieren die eigene Stärke. Auch aus dem Ausland reisen Rechtsextreme nach Warschau. Der offene Nationalismus und dessen breite Akzeptanz ziehen sie an. Polen und die Demonstration gilt ihnen als Vorbild. Im Kanal West Casual kündigt sich eine Reisegruppe aus Frankreich an. In Paris hat sich ein harter Kern Rechtsextremer formiert, der Gewalt- und Männlichkeitskult propagiert. Die Hooligan-Szene hat sich europäisiert, wie eigentlich ja alles in Europa wirtschaftlich, sozialpolitisch sich europäisiert hat. Heißt, man kann das auf verschiedenen Aktivitäten, an verschiedenen Aktivitäten festmachen. Man besucht sich zu diversen Spielen gegenseitig, man pflegt Fan- und Hooligan-Freundschaften, man veranstaltet Szene-Events wie Fußballturniere, Kampfsport-Events und man besucht sich zum Teil auch zu politischen Veranstaltungen. Robert Klaus forscht und publiziert seit Jahren zu extremen Rechten im Hooliganismus und in der Kampfsportszene. Er weiß, welche Bedeutung die internationale Vernetzung der Rechtsextremen hat. Es geht immer darum, Territorium zu behaupten, auch als männlichen Machtanspruch. Und da bieten sich sozusagen nationalistisch aufgeladene Feiertage natürlich auch an. Was eine Hooligan-Szene mittlerweile zumindest ein Stück weit schafft, ist auch sozusagen anzuerkennen, dass es verschiedene Länder in Europa gibt, die man nicht gleich gegenseitig besetzen will. Also sozusagen so eine Art Ethnopluralismus hat auch dort Einzug gehalten. Wie schnell die Dynamik des Protestgeschehens in schwere Gewalttaten münden kann, haben wir beim Unabhängigkeitsmarsch 2020 beobachtet. Als am Rand der Demonstrationsroute eine Regenbogenflagge aus dem Fenster hängt, wird das Haus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Innerhalb einiger Augenblicke geht eine Wohnung in Flammen auf. Was auch dort wieder die Szene gemeinsam verbindet, sind Angriffe auf politische Gegner. Die werden dann zusammen durchgeführt. Das heißt, Protestierende, auch aus dem linken Spektrum, werden gemeinsam angegriffen. Und ja, man kann deutlich sagen, dass derartige nationalistische, zu großen Teilen rechtsextreme Aufmärsche natürlich keine Orte sind, auf denen sich Menschen nicht weiße Hautfarbe irgendwie sicher fühlen können. Also Städte werden dann ja auch zu Angsträumen. Unter den Neonazis, die in diesem Jahr in Warschau einen schwarzen Block am Ende des Demonstrationszuges formieren, finden wir die Gruppe aus Frankreich wieder. Immer in ihrer Nähe eine Flagge der Patriot Front aus den USA. Die faschistische Gruppierung dominiert seit den rechtsextremen Demonstrationen in Charlottesville 2017 den neuen, jungen und militanten Rechtsextremismus in den Vereinigten Staaten. Zusammen arbeitet die Patriot Front auch mit Robert Rundo und seinem Rise Above Movement.
Rundo, eine Führungsfigur dieser neuen rechtsextremen Subkultur, gilt auch als Erfinder der Active Clubs, in denen sich junge Neonazis lokal zum Kampfsport zusammenfinden. Zum Abschluss des Marsches in Warschau stellen sich verschiedene Active Clubs und militante Neonazis aus ganz Europa zum gemeinsamen Gruppenfoto auf. Auf Telegram feiern sie sich im Anschluss selbst. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Caroline Schwarz mit den digitalen Vernetzungen Rechtsextremer. Die politische Rechte habe es sehr früh, schon in den 90er Jahren, verstanden, das Internet zu nutzen. Noch vor den sozialen Netzwerken, und da hat sich schon gezeigt, dass sobald eben das Internet in gewissem Maße verfügbar war oder Netzwerktechnologie verfügbar war, dass sich Rechtsextreme das angeeignet haben, dass dort sehr schnell eben Neonazis, Holocaustleugner und so weiter mit eigenen Websites vertreten waren und dass es auch immer hieß, das Internet sei so ein zensurfreier Raum, wo man sich eben noch ausbreiten könnte, wo man eben sich untereinander vernetzen konnte, aber eben auch neue mögliche Anhänger ansprechen konnte, kann nach wie vor auch, wie sich eben immer noch zeigt. Es geht um die Vernetzung durch Demonstration, Musik, Aktion clandestiner Art und so weiter. Das ist so das eine. Und natürlich geht es auch darum, eine neue mögliche Anhängerschaft anzusprechen, auch zu radikalisieren. Es ist eine sehr spezielle Form der Kommunikation, weil oftmals sich in diesen Kommentaren, also entweder wird sich beschimpft oder in kurzen Worten sozusagen so die männliche Gewaltinszenierung eigentlich bejaht. Das heißt, es ist nicht selten, dass man unter so einem Post einfach so Smileys sieht mit so Fäusten oder Muskeln irgendwie. Sowas passiert sehr oft. Längere Textbeiträge lese ich da eher selten. Das ist also eine sehr eingeschränkte Form, würde ich sagen, von so Bestätigung, von Teilhabe. Aber was immer wieder auffällt, ist, ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, wie gewaltbeladen die Kommunikation dort ist. Und mit diesen Videos kommuniziert man ja was. Das ist ja eigentlich ein Ansatz, der aus der Terrorismusforschung kommt, Terrorakte nicht nur als einen Bombenakt zu begreifen, sondern als Kommunikation, dass eine Gesellschaft, ein Staat, eine gesellschaftliche Gruppe nicht sicher sei. Das heißt, ein Großteil dessen, was sie in den sozialen Medien tun, ist die eigene Gewaltkompetenz zu kommunizieren. Diese Kompetenz spielt auch bei Demonstrationen in Deutschland eine wichtige Rolle. Während der Corona-Pandemie konnten wir erleben, wie bei einer Querdenken-Demonstration in Leipzig Hooligans die Straße frei prügelten. Beliebt sind in den Kanälen rechter Hooligans auch Bilder von Angriffen auf alle möglichen Feindbilder. Queere, People of Color oder politische Gegner werden zur Zielscheibe. Videos der Angriffe werden von den Tätern selbst aufgenommen und als Trophäen in den Kanälen geteilt. Die Abgrenzung zu allem, was als weiblich, als homosexuell, als schwach definiert wird, ist so wichtig, dass sie die gesamte Szene durchzieht. Der Kern sozialdarwinistischen rechtsextremen Denkens sind ja Gewalt, Dominanz und Hierarchie. Es geht immer darum, Menschen und Menschengruppen zu klassifizieren, zu hierarchisieren, Unterordnung zu suchen und in eigenem Denken möglichst weit oben zu stehen. Es gibt einen ganz fundamentalen Unterschied dazwischen, ob die Hooligan-Szene ihre, sagen wir mal, Inner-Hooligan-Gewalt tatsächlich als sportliches Geschehen begreift, was irgendwie noch nach sportiven Regeln läuft, oder geht es um weltanschauliche Gewalt, die sich gegen Minderheiten, gegen politische Gegner richtet, die tendenziell grenzenloser ist. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine spaltet die Szene, in der lange Jahre russische Hooligans besonders berüchtigt waren. In russischen Stadien wird der Krieg offen glorifiziert. Ein führender Kopf der europäischen Hooligans, Denis Nikitin, kämpft indes auf ukrainischer Seite und wirbt für den bewaffneten Kampf auch unter anderen Rechtsextremen in Europa. How about the accusation that some of the members of some of the troops who took part in this raid, their politics is sort of far, far right? Why is there an accusation? I think it's fine. It's okay. Absolutely. Andere Stars der Szene wie der Kampfsportler Tomasz Skatulski
zeigen in sozialen Netzwerken offen ihre Bereitschaft, für den politischen Kampf bis zum Äußersten zu gehen. Ich halte diese Kanäle für hochgradig gefährlich, aber auf allen Ebenen. Der Politikwissenschaftler Hajo Funke hat öfters mal gesagt, dass der militante Neonazismus im Grunde ein präterroristisches Milieu ist, weil dort Gewalt zum Selbstverständnis gehört, eingeübt wird und sozusagen der Schritt in Terrorhandlungen eigentlich relativ nahe ist. Auch hier muss man sich die verschiedenen Bedrohungsszenarien anschauen letztendlich. Also einmal wird behauptet, dass die Männlichkeit des weißen, deutschen, nicht-jüdischen, als völkischen verstandenen Mannes bedroht wird, einerseits durch liberale Politik, durch Feminismus, durch queere Menschen, durch Zuwanderung. Das heißt, es geht immer um Verteidigung und Notwehr gegen eine angebliche Bedrohung von innen, aber auch eine angebliche Bedrohung von außen letztendlich. Und da spielen eben Kampfsport, Kraftsport und so weiter eine riesengroße Rolle, weil es eben darum geht, den Körper zu stehlen, sich zu verteidigen und dann entsprechend auch von Kampfsport bis Schießtrainings im Ausland und was es eben letztendlich alles gibt, da eine große Rolle spielt innerhalb dieses Narrativs.